Der Friede Gottes sei mit uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, den Predigttext des heutigen Sonntags kennen Sie alle, aber ich lese uns die Geschichte einmal vor. Es geschah das Wort des Herrn zu Jona, dem Sohn Amittais. Mache dich auf und geh in die große Stadt Ninive und predige wider sie, denn ihre Bosheit ist vor mich gekommen. Aber Jona machte sich auf und wollte vor dem Herrn nach Tarsis fliehen und kam hinab nach Jaffo. Und als er ein Schiff fand, das nach Tarsis fahren wollte, gab er Fährgeld und trat hinein, um mit ihnen nach Tarsis zu fahren, weit weg vom Herrn. Da ließ der Herr einen großen Wind aufs Meer kommen, und es erhob sich ein großes Ungewitter auf dem Meer, dass man meinte, das Schiff würde zerbrechen. Und die Schiffsleute fürchteten sich und schrien, ein jeder zu seinem Gott, und warfen die Ladung, die im Schiff war, ins Meer, dass es leichter würde. Aber Jona war hinunter in das Schiff gestiegen, lag und schlief. Da trat zu ihm der Schiffsherr und sprach zu ihm, was schläfst du? Steh auf, rufe deinen Gott an. Vielleicht wird dieser Gott an uns gedenken, dass wir nicht verderben. Und einer sprach zum anderen, kommt, wir wollen losen, dass wir erfahren, um wessen Willen es uns so übel geht. Und als sie losten, traf's Jona. Da sprachen sie zu ihm, sage uns, um wessen Willen es uns so übel geht. Was ist dein Gewerbe und wo kommst du her? Aus welchem Lande bist du und von welchem Volk bist du? Er sprach zu ihnen, ich bin ein Hebräer und fürchte den Herrn, den Gott des Himmels, der das Meer und das Trockene gemacht hat. Da fürchteten sich die Leute sehr und sprachen zu ihm, was hast du da getan? Denn sie wussten, dass er vor dem Herrn floh, denn er hat es ihnen gesagt. Da sprachen sie zu ihm, was sollen wir denn mit dir tun, dass das Meer stille werde und von uns ablasse? Denn das Meer ging immer ungestümer. Er sprach zu ihnen, nehmt mich und werft mich ins Meer, so wird das Meer still werden und von euch ablassen. Denn ich weiß, dass um meinetwillen dieses große Ungewitter über euch gekommen ist. Doch die Leute ruderten, dass sie wieder ans Land kämen, aber sie konnten nicht, denn das Meer ging immer ungestümer gegen sie an. Da riefen sie zu dem Herrn und sprachen, ach Herr, lass uns nicht verderben um das Leben dieses Mannes willen und rechne uns nicht unschuldiges Blut zu, denn du, Herr, tust, wie es dir gefällt. Und sie nahmen Jona und warfen ihn ins Meer. Da wurde das Meer still und ließ ab von seinem Wüten. Und die Leute fürchteten den Herrn sehr und brachten dem Herrn Opfer dar und taten Gelübde. Aber der Herr ließ einen großen Fisch kommen, Jona zu verschlingen. Und Jona war im Leibe des Fisches 3 Tage und 3 Nächte. Und Jona betete zu dem Herrn, seinem Gott, im Leib des Fisches. Und der Herr sprach zu dem Fisch, und der spie Jona aus an Land. Liebe Schwestern und Brüder, Jona, geh nach Ninive. Der Auftrag Gottes ist eine Zumutung, eine große, unlösbare Aufgabe und ein kleiner, unbedeutender Mensch. Wir sehen auch die Missstände in dieser Welt, die großen und die kleinen. Wir wissen, dass sie gewiss nicht nach Gottes Willen sind. Aber sehen wir hin und tun wir etwas? Trauen wir Gott zu, dass er mit unserer Hilfe etwas ändert? Geh nach Ninive. Da ist Jona, einer wie wir. Wir kennen den Namen seines Vaters, sonst wissen wir nichts von ihm. Er ist ein Jude, ein Hebräer, einer aus dem Volk Gottes, das ist deutlich. Aber es wird nicht erzählt, ob er besonders fromm war, ob Gott ihn zum Propheten berufen hat. Jona wird berufen,
Und das erste Ungewöhnliche an dieser Berufung ist, dass er nicht zum Volk Israel, zu Gottes und seinem eigenen Volk geschickt wird, sondern dass er nach Ninive gehen soll. Ninive, die Hauptstadt Babylons. Der soll dahin gehen, das Wort Gottes zu verkündigen. Das scheint ein sinnloses Unterfangen zu sein. Dieser kleine, unwichtige Israelit gegen die vielen und auch noch bösen Menschen in dem großen und mächtigen Ninive. Jedenfalls sieht Jona das so. Einige andere Propheten haben ja mit Gott verhandelt, haben Widerspruch eingelegt, als sie berufen wurden. Zum Beispiel Jeremia hat gesagt, ich bin doch noch zu jung. Aber Jona versucht nicht einmal mit Gott über Sinn und Unsinn dieser Aufgabe zu reden. Er geht los und er flieht nach Tarsis. Spanien, am anderen Ende des Mittelmeeres. Weiter weg von Israel konnte man nicht sein. Weiter weg von Gott konnte man nicht weglaufen. Er bucht eine Schiffspassage und legt sich schlafen. Vielleicht deshalb unter Deck, damit Gott ihn nicht sieht. Aber natürlich sieht Gott ihn trotzdem. Jona musste das auch wissen, denn nähme ich Flügel der Morgenröte und bliebe am äußersten Meer, so würde auch dort deine Hand mich führen, so heißt es im 139. Psalm. Jona kennt diesen Psalm, aber er versucht es trotzdem. Und wie nicht anders zu erwarten, geht der Versuch schief, vor Gott davonzulaufen. Gott schickt einen Sturm, das Schiff gerät in Seenot. Die heidnischen Seeleute fangen an zu beten, aber natürlich ohne Erfolg. Denn ihre jeweiligen Götter sind ja gar nicht für den Sturm verantwortlich. Und ob es sie überhaupt gibt, helfen können sie jedenfalls nicht. Als ihnen einfällt, dass da noch jemand ist und man noch einen Gott mehr anrufen könnte, da wecken sie Jona. Sie losen, wer an ihrem Unglück schuld ist, und das Los fällt natürlich auf Jona. Jetzt verkriecht er sich nicht mehr. Er übernimmt Verantwortung und er bietet eine Lösung an. Er sagt ihnen, dass er Hebräer ist, dass sein Gott verantwortlich ist für dieses Unwetter. Und deshalb sollen sie ihn ins Meer werfen, dann lässt Gott sie in Ruhe. Wir erleben heute, wie gefährlich das Mittelmeer ist. Viele Menschen ertrinken darin, weil andere, anders als die Seeleute, damals keine Hemmungen haben, Menschen der Gefahr des Ertrinkens auszusetzen. Die heidnischen Seeleute handeln menschlicher als viele heute. Sie rudern, was das Zeug hält, aber gegen Gottes Gewalt haben sie keine Chance. Der Sturm wird stärker. Da begreifen sie, dass sie gegen diesen Sturm, gegen die Macht Gottes nicht gewinnen können. Sie bitten Gott um Verzeihung, dass sie nun doch Jonas Ratschlag folgen wollen und ihn ins Meer werfen werden. Sie wissen, selbst als Heiden, dass sie Menschenleben nicht einfach so gefährden sollten, niemandem dem scheinbaren sicheren Tod überantworten sollten. Sie bitten Gott um Verzeihung und sie folgen seinen Anweisungen und werfen Jona ins Meer. Sofort hört der Sturm auf. Das Meer wird ruhig und es geschieht ein kleines Wunder. Denn die Besatzung des Schiffes erkennt, dass Jonas Gott, Gott der Herr ist. Sie opfern ihm, sie beten zu ihm, sie legen zu seinen Gunsten ein Gelübde ab. Sie haben durch Jonas Flucht, durch den Sturm und das Ende des Sturmes erkannt, dass ihre eigenen Götter nichts sind im Vergleich zu dem Gott der Hebräer. Und Jona? Jona stirbt nicht im Meer. Ein großer Fisch verschluckt ihn. Aber auch dort, im engen, dunklen Bauch, in der tiefsten Todesangst, verspürt Jona Gottes Nähe. Ich rief zu dem Herrn und er antwortete mir, so beschreibt es Jona. Nach 3 Tagen und 3 Nächten spuckt ihn der Fisch an festem Land wieder aus. Wieder ruft ihn Gott. Jona, geh nach Ninive. Wieder dieser unbequeme Auftrag. Jona kann der Zumutung nicht entkommen. Und nun geht Jona tatsächlich nach Ninive.
Etwas anderes bleibt ihm ja auch gar nicht übrig. Mit dem Mut des Verzweifelten stellt sich Jona mitten in die riesige, bedrohliche Stadt. Mit lauter Stimme ruft er: Ändert euch, sonst geht in 40 Tagen eure Stadt unter. Wieder kommt es anders. Die Menschen in Ninive bekehren sich sofort, fasten und beten, und so geht die Stadt nicht unter. Jona aber sitzt alleine draußen vor der Stadt, streitet mit Gott, weil der wieder einmal gnädig war, weil er seine Drohung nicht wahrgemacht hat. Jona wird zum Missionar wider Willen. Wo auch immer er hingeht, die Menschen fangen an, an seinen Gott zu glauben. Nur Jona selbst, der traut Gott nichts zu. Der will eigene Wege gehen und nicht die, die Gott ihm aufträgt. Die Jona-Geschichte, liebe Gemeinde, ist bei Kindern beliebt. Weil sich Jona letztendlich benimmt wie ein störrisches Kleinkind mitten in der Trotzphase. Augen zu, Ohren zu, weglaufen. Und auch wir Erwachsenen haben dieses trotzige Kind ja noch in uns. Wie oft lassen wir uns von Trotz und Sturheit leiten? Müssen wir erst scheitern, um unsere eigenen Pläne und Konzepte kritisch zu sehen? Jona, geh nach Ninive. Der Auftrag Gottes ist eine Zumutung. Da ist eine große, unlösbare Aufgabe und ein kleiner, unbedeutender Mensch. Trauen wir uns, uns laut mitten in die Stadt zu stellen und zu sagen, ihr müsst mehr Rücksicht nehmen auf die Schwachen, auf die Kinder, auf die Alten, auf die Radfahrer, auf die Menschen, die auf der Flucht sind? Trauen wir uns, laut zu rufen, oder resignieren wir, wie Jona vor der großen Stadt Ninive, als er sich noch nicht hingetraut hat? Eine große, unlösbare Aufgabe, aber ein kleiner, unbedeutender Mensch. Aber genau diesen kleinen, unbedeutenden Menschen nimmt Gott in seinen Dienst. Er nimmt Jona und er nimmt auch uns, uns kleine, zweifelnde, ängstlichen Erdlinge in seinen Dienst. Mit unserer Schwachheit verändert Gott diese Welt. Amen. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.